Ich war immer nur am Bahnhof in Salzburg zum Umsteigen auf der Fahrt nach München, habe nie die Stadt Salzburg betreten. Nicht aus Prinzip, es hat sich nicht ergeben. Die Salzburger Festspiele laden jedes Jahr einen Autor ein, um als Dichter zu Gast sein Werk vorzustellen, aber auch selbst Gäste einzuladen, um so die innere Welt des Künstlers besser kennenzulernen. Dieses Jahr war es der Schriftsteller Daniel Kehlmann, der mehrere Wochen in Salzburg zu Gast war. Da bin ich voriges Jahr, ich glaube im September war es, an einem regnerischen Nachmittag nach Salzburg gekommen und sprach mit Thomas Oberender und sagte mir, dass ich im Zuge dessen eben auch Veranstaltungen kuratieren darf, die mich interessieren. Mit anderen Worten, ich darf mir was wünschen und die Festspiele versuchen dann, das zu realisieren. Es war so, dass er sich über das Angebot tatsächlich in einer unkonventionellen Form ein Gästeprogramm zusammenzustellen sehr gefreut hat. Allerdings zunächst von der Grenzenlosigkeit der Möglichkeiten eher erschrocken war, weil ich ihn tatsächlich auch aufgefordert habe, wir können auch ein Zirkusprogramm einladen. Ich muss sagen, es grenzt an Arbeit. Ich hatte schon Momente, wo ich gedacht habe, ist das denn wirklich nötig? Aber es macht so viel Spaß, dass ich auch glaube, es ist wirklich nötig und es ist ein ganz großes Glück und Privileg, sowas machen zu dürfen. Daniel Kehlmann hielt die Festrede zur Eröffnung der Festspiele, gab eine Lesung aus seinem letzten Roman und war Gastgeber von Dramatiker Tom Stoppard, Literaturkritiker Michael Marr, Starautor Adam Thirlwell, Kabarett-Altmeister Georg Kreisler und Zauberer Juan Tamariz. Okay, I'm going to show you a special trick with four aces. Im Fall von Juan Tamariz war es tatsächlich gar nicht mal so sehr der Impuls, dass ich dachte, ich will Juan Tamariz einem großen Publikum zeigen oder ich will, dass Juan Tamariz bei den Festspielen auftritt. Da war wirklich der Impuls, ich will eine Vorstellung von Juan Tamariz sehen. I'm going to put the aces in the middle of the day. One here, and the last one here. Nice, Mate. Then very slowly, in the middle of the deck, it's like this. If I make like this, something happen. Is one ace here, and when and no more aces at all in this. Ta-da-da. I came to him and said, and I asked him, are you the magician that count 1, 2, 3, 4, 5, 6 cards? Then you threw 1, 2, 3 cards, and when you kick after this, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 cards? And he told me, yes, of course, I am the magician, I throw 3 cards. And when I kick, at this moment, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6 Alles, was Traum und Wirklichkeit ein bisschen verschwimmen lässt, was die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit ein bisschen unscharf werden lässt, das ist auch ein Effekt, also etwas, was ich beim Schreiben immer wieder suche. Und das ist etwas, was wirklich gute Zauberer auch herbeiführen können. I have a prediction in my pocket, a car prediction in my pocket. I have not seen the car. Meanwhile, Daniel was talking, I put the car and I have not the time to see. But it's nothing to do with the car that you are thinking. No. You remember the car, your car, yes? Is the idea is you are going to point someone and this man or this woman tell in loud voice any car and must be exactly the car I have in the pocket. Für mich ist das Theater wie ein Spiegel für den Zuschauer. Wir sehen unser Leben, gespielt von Schauspielern aus Fleisch und Blut. Im Film halten wir den Spiegel vor unsere Träume, ohne wirkliche Menschen, nur mit Bildern. Und wir, die Zauberer, versuchen, den Spiegel vor unsere Träume zu halten. Der Wunsch zu fliegen oder die Zukunft vorauszusehen. Und das mit wirklichen Menschen auf der Bühne. You? What is your name?
Jack, okay. Jack, I'm going to ask you only to think one card. It must be the same card I have in the pocket. Concentrate, because if you are right, everybody give you a big ovation. Ah! If you are wrong, you go out. Dangerous. Okay, Jack, which is the card that you think is in my pocket? I don't know, because I don't look the card, then I don't know. Es ist nicht Hochkultur. Es wird auch nie ganz zur Hochkultur. Es ist etwas, was in den besten Momenten tatsächlich die Schwelle zur Kunst überschreitet und wirkliche Kunst ist. Aber gleichzeitig bleibt es auch Unterhaltung für auf der Straße, für Kinder, für Betrunkene in einer Kneipe. Es bleibt etwas auch gleichzeitig uralt Bodenständiges. That's only to know that is one card. That's enjoy yourself. One card, but only one card, not two. I don't put my hand close to the pocket, because you know, perhaps you are thinking, oh, Tamariz has a friend in the nail, and it's for this. No. Can you pick the card, please? Only one? Yes, and can you show everybody? Exactly. Es bleibt immer was Lächerliches. Es bleibt immer was Albernes, wenn erwachsene Leute Karten ziehen lassen und zurückstecken und sagen, welche Karte ist das? Aber wenn man sich dieser Lächerlichkeit stellt, kann man wundervolle Erlebnisse dabei haben. Mit der Festrede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele schaffte es Kehlmann, fast das gesamte Kulturfeuilleton gegen sich aufzubringen. In seiner polemischen Ausführung über das sogenannte deutsche Regietheater traf er bewusst oder unbewusst einen empfindlichen Nerv. Es gibt ja als Gattung an sich nichts Langweiligeres als die Festrede. Es ist ja eine Festrede wirklich an sich von allen rhetorischen Gattungen ist das Leerste und eigentlich Entsetzlichste. Etwas, wo die Leute, wenn man anfängt, schon nur hoffen, dass man damit aufhört. Und nachdem ich zugesagt hatte, das zu machen, habe ich dann auch gedacht, was das auf keinen Fall werden darf, ist eine von diesen leeren Festreden. Von erfreuen wir uns alle nun der Kultur und sind wir glücklich, dass wir schöne Musik hören dürfen und mögen die Geister der Großen auf uns herabsehen und eine schöne Feier noch ihnen allen. Also das geht wirklich gar nicht. Ich bin also, ich leugne es nicht, voreingenommen. Aber andere sind es nicht. Spricht man mit Russen, mit Polen, mit Engländern oder Skandinaviern, die deutschsprachige Lande besuchen und die hier ins Theater gehen, so sind sie oft ziemlich verwirrt. Was denn das solle, fragen sie. Was denn hier los sei? Warum das denn auf den Bühnen alles immer so ähnlich aussehe? Ständig Videowände und Spaghetti essen. Warum sei immer irgendwer mit irgendwas beschmiert? Wozu all das Gezucke und routiniert hysterische Geschrei? Bitte verzeihen Sie die Klischees, doch es sind nicht meine, sondern genau jene, die uns die deutschen Theater vorspielen, formelhaft treu, Abend für Abend, Woche für Woche in Stadt und Land. Ob das, so fragen die Besucher, denn staatlich vorgeschrieben sei. Meine These war ja, dass man in Deutschland heute, glaube ich, dass praktisch kein Thema so sehr unter Tabu steht. Nicht gesamtgesellschaftlich, sondern für ein gewisses Milieu wie das Regietheater. Und diese These habe ich ausgesprochen. Und die Empörung war eine so ungeheuerliche, dass es selbst mich noch überrascht hat. Und es hätte mich nach dieser These gar nicht überraschen dürfen. Nicht minder provokativ war auch seine gesellschaftspolitische These, mit der er das für ihn so problematische Phänomen des deutschen Theaters zu entschlüsseln versuchte. Wer ein Reihenhaus bewohnen, christlich oder ökologisch konservative Parteien wählen und seine Kinder auf Privatschulen schicken will,
und es dennoch für zwingend notwendig hält, sich als aufgeschlossener Bohemian ohne Vorurteil zu fühlen, was bleibt ihm denn anderes als das Theater? In einer Kultur, in der niemand mehr Marx liest und kontroverse Diskussionen sich eigentlich nur noch um Sport drehen, ist das Regietheater zur letzten verbliebenen Schrumpfform linker Weltanschauung degeneriert. Grundsätzlich ist diese Rede, glaube ich, ein wenig zu einseitig als ein Angriff auf ein Theater empfunden worden, das den Begriff der Werktreue vernachlässigt. Auch ich finde diesen Begriff hochgradig kontaminiert und unproduktiv in der Debatte. Ich verstehe das Leiden am schlechten Theater. Ich protestiere gegen dumme Autoren genauso wie gegen dumme Regisseure. Und in der Regel haben uns natürlich die Werke, die wir interpretieren, an Wissen und Gestalt und Einsicht so viel voraus, dass wir das als die Interpreten kaum einholen können. In seiner Rede verknüpfte Kehlmann seine Theorie mit seinen persönlichen Erfahrungen. Er sprach über seinen Vater, den verstorbenen Regisseur Michael Kehlmann, der nach seinen großen Erfolgen in Film und Theater in seinen letzten Jahren kaum noch engagiert wurde. Vor allem aber sah er im Regisseur einen Diener des Autors. Jawohl, einen Diener, so sagte er. Und an dieser Auffassung lag es, dass er auf den deutschsprachigen Bühnen in den letzten 2 Jahrzehnten seines Lebens, trotz zunächst noch guter Gesundheit, nicht mehr arbeiten durfte. In einem Bereich, wo es keinen schlimmeren Vorwurf gibt als das Wort altmodisch, galt er plötzlich als eben dies. Und wohl auch deswegen war ich zunehmend entschlossen, mich vom Theater fernzuhalten und lieber Bücher zu schreiben. Michael Kehlmann, also der Vater und sagen der Hamlet-Schmerz, der dieser Rede eingeschrieben ist, ist ja unüberhörbar und auch berechtigt. Aber sagen wir mal, die Leute, die Michael Kehlmann abgeschafft haben, waren eben nicht das linke Feuilleton, es war nicht die Gesinnungspolizei, wie auch immer die dann aussehen mag, sondern es war, wenn, dann haben ihn die Konservativen gekillt, dann waren das Leute von der Josefstadt. Film ist magisch, Theater aber ist paradox. Und das bleibt es. Selbst in der albernsten Gestalt. Und das wird es noch sein, wenn man sich so mancher hochsubventionierten Absurdität nur noch mit amüsiertem Lächeln erinnert. Das muss man auch einem Autor zugestehen und das tue ich im Übrigen auch. Ich kann mit Dissens leben. Das ist doch völlig in Ordnung, wenn jemand einseitig ist. Gut so, kommen wir ins Gespräch. Und das hat auch unser Festspiel nicht geschadet. Das ist, er hat es genau richtig gemacht, auch wenn ich es anders sehe. Wen ich wirklich gerne zu einem Theaterfestival einladen und würde, mit wem ich sprechen würde, ist Tom Stoppard. Ich glaube nicht, dass er kommen wird, aber ich würde mich freuen, wenn wir es versuchen könnten, wenn ich mir schon was wünschen darf. On the whole, I simply refuse to. Normalerweise lehne ich Einladungen zu Festivals ab. Ich sollte lieber zu Hause bleiben und versuchen, etwas zu schreiben. Aber diesem Mann, Daniel Kehlmann, konnte ich nicht widerstehen. Und so bin ich also hier. Und Thomas Oberender sagte dann auch ganz schnell, ja, aber dann machen wir doch auch eine szenische Lesung einer Kurzfassung von Die Küste Utopias. Und so kam dann die Idee zu diesem Abend. Stankiewicz, hast du nie Begehren gespürt? Ich meine, ihr könntet einander glücklich machen. Ich weiß, dass ich ein starkes Gefühl gespürt habe, als sie hinkniete, um Nathalies Schlittschuhe auszuziehen. Ja, das ist doch schon mal was. I actually do believe that theater. Das Theater ist für mich in erster Linie Unterhaltung. Es ist kein Besuch in der Abendschule oder der Akademie. It's not an essay. Das gesellschaftliche Phänomen Theater kommt ursprünglich aus der Tradition des Geschichtenerzählens. Mit Unterhaltung meine ich nicht zwangsweise Clowns, aber die gehören genauso zum Theater wie Sophokles. And when I say recreation, I don't mean necessarily clowns, but I include clowns, as I would include Sophocles. Sie fahren also morgen wieder nach Moskau? Ja. Sie sind so lange nicht mehr zu unserem philosophischen Zirkel gekommen. Wir vermissen den weiblichen Standpunkt. Kommt Nathalie Bayer denn nicht mehr? Ich
weiß, was Sie damit sagen wollen. Nein, nein, ich wollte gar nichts gesagt haben wollen. Kann ich das leihen? Zum Lesen. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Ist es gut? Es ist auf Deutsch. Ja. Cost of Utopia ist eine Trilogie von Theaterstücken über die russische Intelligenzia im 19. Jahrhundert, über die kleine Gruppe von Menschen, die diesen Namen bekommen hat, die Intelligenzia. Das sind eigentlich eine Gruppe junger Leute gewesen, die Beginn des 19. Jahrhunderts angefangen haben, sich für Sklavenbefreiung und eine liberalere Gesellschaft in Russland einzusetzen. Und bis wir nicht aufgehört haben, durch Töten unseren Weg dorthin zu suchen, werden wir als Menschen nicht erwachsen sein. Unsere Bedeutung hängt davon ab, wie wir leben. In einer Welt, die nicht perfekt ist, in unserer Zeit. Eine andere Zeit haben wir nicht. Vor, glaube ich, 1,5 oder 2 Monaten kam dann die Frage, ob ich mitmachen möchte. Und an sich war natürlich meine erste Reaktion, nein, das kann ich nicht. Und meine zweite war immer noch, das kann ich nicht. Und meine dritte Reaktion war dann, das kann ich wirklich nicht, aber ich glaube, ich mache das trotzdem, weil dann kann ich lebenslang erzählen, dass ich mal als Schauspieler bei den Salzburger Festspielen mitgewirkt habe. Wir werden nie vergessen, wo wir waren, als Frankreich wieder Republik wurde. Ich war in Brüssel und habe darauf gewartet, dass das erste Exemplar des kommunistischen Manifests aus der Druckerpresse kommt. Ich war auch in Brüssel und habe auf die Ankunft der La Réforme gewartet, mit meinem offenen Brief an die französische Regierung. Nein, ich war in Brüssel. Der Barbier von Sevilla, darf ich mal sehen? Ich wohne in den Kasernen der republikanischen Garde. Du wirst es nicht glauben, aber es ist das erste Mal, dass ich tatsächlich jemand aus dem Proletariat getroffen habe. Wirklich? Wie sind Sie so? Kurz bevor ich dran war, unter all diesen wunderbaren Schauspielern, die ja wirklich unglaublich die Rollen erfüllen und mit Leben erfüllen konnten, genau in dem Moment öffnet sich dann noch die Tür und Tom Stoppard kommt herein. Auf dem, gerade abgeholt vom Flughafen, steht als großer Schatten hinten an der Wand. Und das war schon der Moment, wo ich gedacht habe, dass irgendwas in meinem Leben habe ich nicht mehr unter Kontrolle. Wie bin ich in diese Lage gekommen? Aber ich habe es überstanden und es ging dann einigermaßen. Er ist mein Geliebter. Ja! Na, danke schön. Na, dieser Zinköter. Dieser salbungsvolle, geile Verräter! Ja, dieser Dieb! August 1842. Ich klinge wie ein großer Theoretiker, das bin ich aber gar nicht. Diese Gedankengänge entwickle ich immer nur während Interviews. Ich schreibe gern, ich liebe es, ins Theater zu gehen, auf den Proben zu sein, die Premieren, die Schauspieler, die Bühnen bilden. Ich liebe den Geruch des Theaters und ich arbeite niemals nach irgendwelchen Prinzipien. Stoppard kam nach Salzburg, um diese szenische Lesung seines Bühnenepos aus nächster Nähe mitzuverfolgen und unterhielt sich im Anschluss daran mit Daniel Kehlmann und dem jungen englischen Autor Adam Thirlwell. Stoppard zählt im englischsprachigen Raum zu den bedeutendsten Dramatikern und dient allen jungen Kollegen als Vorbild. Having arrived, without sleeping and with, I think, 25 pages of notes. Ich habe mich auf das Interview mit Stoppard sehr lange vorbereitet. Als ich ihn sah, sagte er, er hätte nur eine halbe Stunde dafür. Und da verbrachte ich fast die halbe Stunde damit, stolz mit meinem Wissen über alle Details in Die Küste Utopias anzugeben. Und ich war überzeugt, ihn damit zu beeindrucken, wie klug ich doch war, zu erkennen, wie klug er gewesen ist. Und anstatt der angeregten Diskussion hörte er mir nur zu und sagte, ich weiß es nicht, Adam. Und als ich ihm symbolische Kleinigkeiten aufzählte, die ich akribisch aufgelistet hatte, sagte er wieder, so schön, dass du das gefunden hast, ich hatte ja keine Ahnung. Wow.
Wenn etwas in einem Stück gut gelingt, ist es immer besser zu sagen, oh Gott, hatte ich Glück, als wie klug war ich doch. Es ist immer besser, Glück zu haben, als klug zu sein. God, I was lucky, rather than how clever I was. You know, it's just better to be lucky than clever if you're an artist. But to be lucky, you have. Aber um Glück zu haben, müssen Sie ja viele Recherchen gemacht haben. Stimmt, aber je härter Sie arbeiten, desto mehr Glück werden Sie haben. Der Dichter zu Gast wohnt während dieser Zeit im Schloss Leopoldskron, der früheren Residenz von Max Reinhardt. Daniel Kehlmann las im Rahmen des Programms auch aus seinem neuen Roman Ruhm, der aus 9 unterschiedlichen Kurzgeschichten besteht, die dann doch ein Ganzes schaffen. Wenn das hier eine Geschichte wäre, würden wir zu dieser Gruppe gehören und vor dem Abflug würde man uns vergessen. Wer weiß, was daraus werden könnte. Was sollte schon daraus werden? Wir würden die nächste Maschine nehmen. Elisabeth schwieg. Sie hätte gerne geschlafen. Es war noch früh. Aber sie wusste, das würde er erst nach der Landung zulassen. Den ganzen Flug über würde sie ihm erklären müssen, dass Fliegen ganz ungefährlich und kein Absturz zu befürchten sei. Danach müsste sie sich ums Gepäck kümmern und im Hotel wäre es an ihr, mit dem Rezeptionisten zu sprechen und dafür zu sorgen, dass der Zimmerservice etwas brachte, das auch Leo mit seinen kindischen Essgewohnheiten für genießbar hielt. Und am späten Nachmittag hätte sie sicherzustellen, dass Leo bereit war, wenn man ihn zu seinem Vortrag abholte. Das ist alles anstrengend genug, da kann ich nicht auch noch... Hast du die 2 Kinder da vorne gesehen? Die sind unheimlich, besonders das kleine Mädchen, grüne Augen. Die fliegen ganz allein, ohne Eltern. Beeindruckend, sagte sie. Er warf ihr einen langen Blick zu. Ich bin schrecklich, sagte er dann, oder? Daniel Kehlmann ist erstmal merkwürdigerweise für mich, obwohl er jetzt einen solchen Massenerfolg verbuchen kann, ein Dichter des Entlegenen. Das ist merkwürdig. Er ist, wenn man die Wahl seiner Helden näher anschaut, jemand, der sich für letztlich Gesellschaftsflüchtlinge, für nicht ganz reibungslos funktionierende Charaktere interessiert. Daniel Kehlmann veröffentlichte seine Bücher viele Jahre ohne großen Erfolg. Erst seit seinem Roman Die Vermessung der Welt, von dem weltweit über 2 Millionen Exemplare verkauft wurden, zählt Kehlmann zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren unserer Zeit. Die große Gefahr des Erfolges ist, dass er einen von der Arbeit abhält und dass man auf eine freundliche Art eitel und auf eine eitle Art freundlich wird. Das große Problem des Misserfolgs ist, dass man bitter wird. Und letztlich ist das die schlimmere Gefahr, glaube ich. Allerdings, der Vorteil ist, wie gesagt, man kann arbeiten. Während, wenn man das Glück des Erfolges hat, ist es viel schwerer, sich all der wunderbaren und erfreulichen und schönen Einladungen zu erwehren, die auf einen zukommen und die einen so freuen und die gleichzeitig aber eben auch einen dann immer von der Arbeit abhalten. Und das ist schon traurig. Das muss man auch lernen. Bin gerade dabei, das zu lernen. Wirklich gelernt habe ich es noch nicht. Ein weiterer Gast Kehlmanns bei den Festspielen in Salzburg war der Literaturkritiker Michael Marr. Marr wurde durch seine Arbeit rund um das Werk von Thomas Mann und Wladimir Nabokov, aber auch Harry Potter bekannt. Am besten könnte man ihn als Schriftsteller, der über Literatur schreibt, charakterisieren. In seinem neuen Buch Proust Pharao erzählt er in einigen Episoden über das Leben von Marcel Proust. Hier eine Kostprobe über Proust und seine Haushälterin Celeste. Nie sollte Celeste die 2 Tage vergessen, an denen Monsieur Proust nicht nach ihr geklingelt hatte. Auf 10 Spitzen hatte sie sich heimlich vor seine Tür geschlichen und gelauscht, aber nicht einmal einen Atemzug gehört. Eine Nacht und einen Tag blieb alles still. Als Proust am 2. Tag um 11 Uhr abends klingelt, bleich und erschöpft, gibt er keine Erklärung ab. 2 Sätze nur. Sie sind hergekommen, nicht wahr? Wobei er auf die beiden Türen deutet, vor denen sie gelauscht hatte. Und dann, mit ernstem Lächeln, liebe Celeste, auch ich habe geglaubt, dass wir uns vielleicht nicht wiedersehen würden. Für das auch bewundert Celeste wieder seinen Scharfblick und die Feinfühligkeit. Von ihren eigenen Ängsten hatte sie ihm kein Wort gesagt.
Es wurde nie mehr über diese zwei Tage gesprochen. Der letzte Abend des Programms gehörte Georg Kreisler. Der Grand Seigneur des deutschsprachigen Kabarets unterhielt sich mit Kehlmann über sein Leben und seine Lieder. Für Kehlmann ist er vor allem ein ernstzunehmender Lyriker. Kreisler ist wirklich einer der radikalsten Künstler, die man überhaupt finden kann. Und er ist es immer geblieben und er ist eigentlich immer noch eher radikaler geworden, als dass er was zurückgenommen hat. Und das alles aber eingefasst in seinen unglaublichen Humor. Ich muss Ihnen was erzählen. Ich habe eine Wette einmal abgeschlossen mit dem damaligen Intendanten des Südwestfunks, also Fernsehen, der mir gesagt hat, das ist nicht wahr, was Sie sagen. Sie können jetzt irgendwas bringen, wir nehmen das auf und ich garantiere Ihnen, wir senden das. Und ich hatte damals ein Lied über Franz Josef Strauß. Und habe das aufgenommen und es wurde natürlich nicht gebracht. Er hat mir vorzüglichen badischen Wein, eine Kiste voll badischen Wein angegeben. Also es kann keine Rede davon sein, dass man von den Medien in dieser Beziehung irgendetwas erwartet. Ich glaube nicht, dass dieses Lied heute in den Medien gebracht werden könnte. Ich glaube es nicht. Ich werde nicht der Erste sein, der Handgranaten streute. Ich werde auch nicht der Letzte sein, so viel weiß ich schon heute. Und wenn der Fackeln Widerschein die Straßen hell erleuchtet, im Kampf für die Entmachteten und die Verachteten, krieg ich statt Trinkgeld einen Eimer Blut, dann geht's mir gut, dann geht's mir gut. Diese Milde, die eigentlich verlangt wird von Künstlern im höheren Alter, diese Milde, dieser freundliche Rückblick, dieses sich mit allen gut verstehen, ich glaube, das weist er eben ganz radikal zurück. Ich kann mich nicht festlegen, dass die Wiener mehr intrigieren als andere Leute auch, das glaube ich nicht. Sie intrigieren anders, sagen wir mal so. Ich habe ja auch ein Lied geschrieben, wie schön wäre Wien ohne Wiener. Also vielleicht das geflügeltste von allen geflügelten Worten, das Sie geschaffen haben. So schön wie eine schlafende Frau. Ja. Wie schön wäre Wien ohne Wiener, so schön wie eine schlafende Frau. Der Stadtpark wär sicher viel grüner und die Donau wär endlich so blau. Wie schön wäre Wien ohne Wiener, ein Gewinn für den fremden Verkehr. Die Autos ständen stumm, das Riesenrad faller dumm und die lauschigen Gassen wären leer. In Grinzing wäre eine Ruhe und das Burgtheater zu, es wäre herrlich, wie schön Wien. Als Dichter zu Gast durfte Kehlmann die Künstler vorstellen, die in ihrer jeweiligen Außergewöhnlichkeit seinem Weltbild entsprechen. Für ein paar Wochen war er Mini-Intendant mit einer eigenen Programmreihe. Jetzt verlässt er Salzburg wieder. Es ist schon die Aufgabe eines Schriftstellers, letztlich Bücher zu schreiben und nicht sonst. Und es ist ganz schön, sich mal auf so wunderbare Art davon abhalten zu lassen, aber es ist dann eben auch wichtig, zur eigentlichen Arbeit zurückzukehren. Und wer mich da als Erster und ganz stark drauf angesprochen hat in der letzten Zeit, war Juan Tamariz. Tamariz sagte, als wir uns verabschiedeten, in seiner wunderbaren Art, sagte er, und jetzt musst du mir eine Sache versprechen. Ich habe gesagt, was? Und er sagte, wenn das hier vorbei ist, musst du schreiben. Und das habe ich als Auftrag mitgenommen, das mache ich.